Okay. Der ist schon mal down. Jetzt treff den halt nie. Das brauche ich später noch. Haben wir wenigstens die Tasse gefunden? Schon mal. Oh, Lagerfeuer. Da muss ich bloß gucken, wo genau die Figur ist. Weil es könnte sein, dass die auch da unten an dem Berghang ist. Was ich mir sehr gut vorstellen kann. Ich glaube, das hier soll symbolisieren, dass da noch. Ja. Der ist da irgendwo unten am Berghang. Ja, da hinten. Muss ich da nur noch irgendwie hinkommen? Aber ich glaube, das ist relativ einfach. Und Banu-Figur. Kann ich gestehen. Von denen gibt es ja nicht so viele. Wie von den Blumen oder. Ich glaube von den Tassen. Aber da habe ich ja schon fast alle, glaube ich mal. So tassenmäßig. Blumenmäßig. Da ist noch eine Blume. Da oben auch noch ein paar. Da ist eine Tasse. Echt, bei Schöpfers Ende habe ich sie noch nicht geholt. Panorama auch noch nicht. Da muss ich demnächst nochmal hingehen. Hätte gedacht, das habe ich eigentlich schon. Kann mich hier auch einfach. Genau, einfach schnell essen. So. Dann gehen wir rüber zur Blume. Das nehme ich lieber mit. Muss echt gucken, dass ich jetzt mal Horizon fertig spiele. Nicht was anderes anfangen. Wir müssen am Mittwoch. Mittwoch kommt Cyberpunk. Habe ich mir bestellt. Die Day One Edition.
Das wird echt interessant. Ich denke mal, ich könnte sogar ein Unboxing machen, weil da war das so ein, mehr so die Special Edition. Ich muss mal gucken, ob die mir das direkt zur Haustür liefern oder ob die das, ob ich das an der Poststation abholen muss. Ich hoffe jetzt mal nicht letzteres, weil das wäre halt schon wack. Gut, mal, ich weiß nicht, je nachdem, wann die man liefern. Kann nie zu gut vorbereitet sein. Bin ich da oder auch nicht? Sonst muss mein Dad das annehmen. Je nachdem, wer auch von denen das ausliefert, wird dann wahrscheinlich einfach das geben oder. Ich muss mich ja ausweisen, dass ich auch ich bin und dass ich über 18 Jahre bin. Sonst könnte ich ja alle immer. Sonst könnt ihr mir so easy Sachen ab 18 auf Amazon bestellen. Das Lustige daran ist halt einfach, die meisten Dudes, die da eigentlich immer so herkommen, die sind halt so, juckt es halt nicht. Die geben mir das halt dann einfach. Die würden mich nicht mal nach meinem Ausweis fragen. In meinem Fall ist es egal, weil ich bin ja schon über 18, aber naja. Wenn die Eltern das annehmen, ich sag, mein Dad, der ist daheim, muss ja nicht mehr arbeiten und der würde wahrscheinlich das annehmen. Ich denke mal, die geben dem das einfach. Wenn nicht, dann mir auch, ist mir auch Wayne. Wahrscheinlich nicht an dieser fucking Poststation ab. Weil das Problem ist, es gibt halt in der Gegend 3 Poststationen, an denen ich das abholen könnte. Und es wäre mega wack, wenn ich das irgendwo abholen müsste, weil ich keinen Bock hätte, da hinzufahren. Extra nur wegen Cyberpunk. Oh, Abendzeichen. Manche würden sich jetzt wahrscheinlich auch fragen, warum bestellst du das eigentlich auf Amazon? Ich habe es mir auch nur bestellt, weil 53 Euro ein besserer Preis ist als 60 Euro auf Steam und ich bekomme die Box mit allem anderen dazu. Also ich bekomme halt die Day One Edition. Das ist dann die eigentlich wie eine Deluxe Edition oder so. Da ist eine Karte dabei, Soundtrack, alles. Also alles, was du eigentlich so bekommen könntest, ist so dabei. Die ist, glaube ich, ein bisschen größer sogar noch. Und die sieht halt cool aus. Ich will sie mir halt ins Regal reinstellen. Und die würde ich dann auch, wie gesagt, eventuell unboxen, einfach mal gucken. Auch wenn es vielleicht 5 Minuten geht oder sowas. Es geht wahrscheinlich länger, aber egal. Macht die da? Was macht die da? What the fuck? Oh, alle alten Gefäße gefunden. Ja, aber ich habe das doch schon vorher. Well, ist ja egal. Hol ich mir jetzt Panorama da oben noch. Oh, jetzt kann ich auch noch zu der Händlerin gehen und das um die Gefäße abgeben. Mal schauen, was ich für Belohnungen bekomme. Panzerwanderer. Bitte. Oh. Jetzt habe ich ihre Aufmerksamkeit.
diese Rotaugenwächter. Au. Ach, der Schild von dir funktioniert noch. Ach nee. Ich wollte jetzt eigentlich nur die Ding plündern hier, diese Schachteln, die sie da hinten auf Schachteln. Diese Container, die da hinten auf dem Rücken haben. Was so eine Schachtel. Dem habe ich auch den Container, wobei der hat sich in die Luft gesprengt. Weiß Schnee nicht, ob da. Nebel. Weiß wie Knochen. Etwas düsterer Vergleich. Oh, mein Inventar ist wieder voll. Was immer für Probleme mit so düsteren Vergleichen haben. Doch wunderbar. Wunderbärchen. Also ich weiß gar nicht, was der immer für Probleme hat. Die Frau. Schauen, ob es draußen immer noch so neblig ist, wenn ich nachher zum Einkaufen fahre. Also irgendwo war hier jetzt der Panorama und da oben sind wir. Meine Lieblingsgegner. Wahrscheinlich ist der Panoramapunkt irgendwo da oben, oder? Oh, der ist da. Der ist bestimmt da oben. Wenn ich mich da abseilen kann, dann müsste der da oben sein. Dem kann ich da raufklettern. Was ich gerade sagen, wie so ein Hund. Jo, da oben ist der Panoramapunkt. Alter. Apokaschitz-Turmtour, Tag 1. Wo könnte man besser beginnen als am Ende? Oder eher, wo das Ende begonnen hat? Ground Zero. Dort, wo alles zerstört wurde. Erst meine Karriere, dann alles andere. Und ich meine wirklich alles. Yeah, das Panorama habe ich auch bekommen. Ich jetzt nach da unten. Und dann hole ich mir die anderen zwei auch noch. Wenn wir schon so weit sind, dann mache ich das doch noch. Würde ich jetzt erstelle Videos rendern, dann gehe ich mich rasieren und dann kann ich hochladen und dann kann ich zum Einkaufen fahren. Oh hey, das sind Behemoths. Ich habe jetzt keine Lust gegen Behemoths zu kämpfen. Obwohl die jetzt nicht wirklich so krass sind.
wieder Panzerwanderer. Aber kämpfen möchte ich hier nicht. Eine Blume. Vielleicht muss ich euch ja nicht gegen die Grauhabichte kämpfen. Die werden mich wahrscheinlich angreifen. Die wird wahrscheinlich genau da oben sein, wo die jetzt sind. Kritischer Treffer. So, Metallblume. Autsch. Ihr doch gerade gar keinen Schaden bekommen, oder? Ich hab's nicht gesehen, also ich kann da nichts dazu sagen. Etwas Vorrat. Habe ich gerade echt drei gute Pfeile verschwendet für einen Wächter. Das ist wirklich traurig. War gerade echt traurig. Da hatte ich drei Pfeile rein, nur um sie auf den Wächter zu schießen. Ja, ich weiß, dass ich zwei habe. Da habe ich schon wieder so einen Maschinenkern bekommen. Und der hat gleich einen Plünderer. Kein Platz. Und meine Modifikationen sind wieder. 5%? What the heck?
Warum bist du nach Sonnenfall gekommen? Du gehörst in den Grabhort. Du lässt das wirklich verlockend klingen, Silence. Die Eclipse weiß, dass du am Leben bist, Aloy. Wenn ihre Agenten dich in Sonnenfall sehen, werden sie dich überwältigen. Hey, ich bin nur hier wegen dem Collectible. Das ist wirklich rätselhaft. Tag 12. Als wir zusahen, wie der Booster in den Himmel stieg, eine Flammensäule unter sich, nahmst du meine Hand, hast sie festgedrückt und gesagt, du hast das Vermächtnis unserer Familie in die Sterne geschrieben. Yeah, oh, da ist eine verdorbene Zone. Das da hinten ist wahrscheinlich Sonnenfall. Und dann hätte ich gesagt... Da oben ist auch noch ein Panorama. Der mal zwei. Abhauen. Wo war nochmal das eine? Oh, da ist auch nochmal das. Ist aber viel zu sehen. Naja. Ich wieder dahin zurück. Zu dem komischen Ort mit den komischen Quests. Und ehrlich gesagt, mache ich jetzt einen Break. Kann ich jetzt dann nachher einkaufen gehen? Und ehrlich gesagt, bis nachher, wenn ich wieder da bin. Haben wir die komischen Quests da und dann mache ich den, wie das ich den Rest mache und das Spiel eventuell noch vor Mittwoch abschließe. Was ich zwar nicht glaube, aber wer weiß.